Hallihallo, Minecraft-Freunde! Herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybounce. Hier seht ihr gerade schon einen meiner super tollen, lieben Leute, die mit auf der Insel sind. Er hat aber leider gerade keine Zeit, sonst würde er super gerne mit in die Aufnahme kommen. Und ihr seht hier auf meiner wunderschönen Insel, hat sich ein kleines bisschen was getan. Hier ist nämlich so ein netter Smiley, den hat Falken gebaut. Der wird da jetzt natürlich nicht bleiben. Ich denke mal, ich werde ihn auch abbauen. Ja, genau. So, jetzt ist das weg. Und ihr seht schon, hier sind ein paar nette Sachen entstanden. Einmal habe ich unseren kompletten Cobble Generator. Hier hinten steht nämlich jetzt noch einer. Der ist auch so designt. Also die beiden Cobble Generator fertig gebaut. Funktionieren auch beide noch 1A. Okay, vielleicht ist der eine hier gerade ein bisschen broken. Habe lange nicht mehr hier gemeint. Hab hier immer noch diese Kiste und ihr seht, da hat sich nicht viel getan seit dem letzten Mal. Und ansonsten ist hier noch so ein seltsamer Tempel entstanden. Und wenn man mal so guckt, was steht denn da? Iron Golem Vernichtungsmaschine. Ja, das ist nämlich das Grundgerüst einer Iron Golem Farm. Und wenn ihr mal auf meine Stars guckt, ich habe 4 Millionen Stars. Und darum gehen wir jetzt in den Shop und gönnen uns einen Iron Golem Spawner, denn der ist OP. Richtig OP. So. Ich überlege auch, was ich danach noch kaufe. Also ich denke mal, wir werden in mehr als nur einen Iron Golem Spawner investieren. Und ich werde jetzt aber nachher erstmal von dem restlichen Geld Schweinespawner kaufen, denn ich baue auch gleichzeitig gerade eine Schweinefarm. Aber egal. Hier, Iron Golem Spawner, 3,5 Millionen. Gegönnt. So, jetzt haben wir nur noch 484.000. Aber ein Iron Golem Spawner im Inventar. Und ich habe da oben auch bereits einen Block platziert. Da muss dann der Iron Golem Spawner hin. Das heißt, ich stack mich hier einfach mal hoch. So. Jetzt alles außer Sterben. So. Und ich würde sagen, hier kommt ein Block hin. Darauf kommt der Iron Golem Spawner. Da steht der. Lol. Fuck. Ich habe den einen Block zu niedrig platziert. Ja, GG an mich. Das heißt, ich muss diese Sachen jetzt nochmal eins tiefer platzieren. Aber das mache ich doch gerne. Genauso. Der Iron Golem Spawner funktioniert jetzt. Er spawnt hier schön in regelmäßigen Abständen Iron Golems. Die fallen hier rein. Verbrennen wunderbar. Okay, es ist ziemlich laut. Aber es ist ein tolles Geräusch, oder? Dann bekomme ich hier das Eisen, kann das sammeln. Und wenn ihr mal so seht, wie viele Eisen da jetzt schon zusammenkamen, nur in der Zeit, wie ich das gebaut habe, das ist so krass. Also, Iron Golem Spawner ist irgendwie einfach auf jedem Server so OP. Wenn du Iron Golem Spawner hast, hast du so gut wie auf, also ist so gut wie auf jedem Server so, dass du da einfach gewonnen hast. Das Iron Golem Spawner halt das Beste ist, das, was du auf jeden Fall bekommen musst. Das Coole ist, ich werde vermutlich noch was machen mit Dispensern, dass man die Lava auch wegmachen kann, so dass man die hier auch per Hand töten kann, denn es bringt viele XPs für das Schwert. Aber ich würde sagen, ich stelle mich jetzt mal erstmal eine ganz kurze Weile AFK hin und lasse hier mal ein paar Iron Golems spawnen und guck mal, wie das da so aussieht. So, ich stand jetzt hier so etwa 5 Minuten AFK, habe da festgestellt, dass mein Cobble Generator irgendwie broken ist. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Und es kamen schon viele Stacks Eisen zusammen, wie ich sehe. Ja, 4 Stacks Eisen. Das ist auf jeden Fall was. Und ich guck mal, was ich am Spawn dafür kriege, beziehungsweise im Shop dafür kriege. Denn wenn ich da ein bisschen was für kriege, dann kann ich mir ausrechnen, wie viel man da pro Stunde für bekommt. So. Gucken wir mal. Ja, man kommt gar nicht dran. So. Verkaufen. Ne, nicht Emeralds, sondern Eisen. Bekommt man für 18.000 Stars. Okay. Das heißt, 18.000 Stars pro 5 Minuten. Ich meine, ich stand ja. Ja, ich bin mal kurz weggegangen, aber. Ja, egal. Sagen wir einfach mal 20.000 Stars pro 5 Minuten. Und das macht dann 240.000 Stars pro Stunde. Klingt auf jeden Fall so, als könnte man das mal machen. Ich glaube, ich werde es mal so machen, dass ich mich da so AFK hinstelle und immer, wenn ich gekickt werden würde,
laufe ich mal ganz schnell rum und mache nebenbei irgendwas anderes am Computer. Ich glaube, das ist ganz gut. Token Trader, da wollte ich immer gucken. Ich habe 2 Token. Okay. Klingt gut. Ich brauche ein bisschen mehr. Brauche eigentlich ein bisschen mehr Tokens. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch einmal schnell, was ich so Nices gebaut habe, noch nebenbei, was aber gerade noch nicht fertig funktioniert, weil das Redstone hier viel zu broken ist. Und zwar hier diese Maschine, das soll eine automatische Schweinefarm werden. Und diese Pistons schieben sich alle nach oben. Nur ist das Redstone so broken, dass hier drüben irgendwie manche Pistons sich denken, nö, ich hab keinen Bock. Und darum einfach nicht hochgehen. Das ist ja ein bisschen mies. Ach ja, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte jetzt wegen dem Cobble Generator. Ich habe übelst positives Feedback bekommen auf mein Tutorial. Und einmal wurde mir geschrieben, dass es da eine bessere Version von gibt, die viel schneller produziert, die hier auch funktioniert. Ich weiß nicht genau, ob das hier getestet wurde, aber ich denke eigentlich, dass sie nicht hier funktioniert. Es funktioniert praktisch so, dass man eine Reihe Lava hat, die oben fließt. Dann eine Reihe von 12 Pistons, nee, 8 Pistons, so nebeneinander. Hier vorne drin wird der Stone erstellt. Hier der Clean Stone. Hier oben drauf fließt die Lava. Und die Clean Stones werden immer von Pistons einmal nach unten und dann nach vorne geschoben. Das Problem ist, dass auf diesem Server die Pistons nach einer Zeit einfach explodieren. Das ist total strange. Aber ich weiß nicht, ob die Anzahl jetzt hier schon ausreicht. Das war auch das Problem beim Cobble Generator bei mir. Warum ich das dann mit dem Block-Update gelöst habe, aber als ich zu oft die Pistons an- und ausgemacht habe, sind die dann einfach explodiert. Okay, ich glaube, ich kann das gerade schlecht zeigen. Ich denke auch, das sind zu wenig Pistons. Auf jeden Fall, bei einer großen Reihe von Pistons explodieren die manchmal. Deswegen weiß ich nicht, ob es funktioniert. Vielleicht probiere ich das mal aus, wenn ich Langeweile habe. Ja. So, ansonsten equippe ich mich jetzt mit für die Warzone und wir sehen uns dann gleich, wenn ich fertig bin. So, ich würde sagen, random in die Warzone tippiert. Ah, nice, ich bin sogar in ein Outpost gelandet. Das heißt hier No PvP Area. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Kann durchaus sein. Ja, hier war ich schon mal. Hier oben ist jetzt zum Beispiel gleich eine Loot Chest. Genau. Die ist natürlich gelootet. Wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht, es kam irgendwie, seit ich online war, schon wieder kein Skydrop. Das ist total komisch. Seit gestern habe ich irgendwie keinen einzigen Skydrop mehr erlebt. Das ist so strange. Sorry für das Handygeräusch gerade. Warte, ist der Typ, der da ist, OP? Nee, ich glaube nicht. Mal gucken, ob ich den klatschen kann. Oh, ich habe ihm Bleeding gegeben. Epic. Hab ihn. So, nice. Da haben wir gleich unsere ersten Full-Iron-Typen gekillt. Ich guck mal, ob ich hier Kills bekomme. Denn ich habe irgendwie gerade nicht so Lust, einfach abzubauen. Obwohl, so ein bisschen Eisen kann man ja auf dem Weg mal mitnehmen. Wie gesagt, hier auf dieser Insel, auf diesen Inseln war ich noch gar nicht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo hier die Sachen sind. Ich habe zum Beispiel neulich erst festgestellt, dass auf der Anfangsinsel ganz oben auf so einem Aufbau bei einem Helikopter oder sowas ähnlichem einen Emerald-Block versteckt ist und so Sachen, die ich überhaupt nicht mitgekriegt hatte vorher. Ist hier drin vielleicht was Nices? Oh, nice, ein Dia, ja, das ist was Cooles. Eigentlich habe ich einfach Angst vor diesen OP-Typen in der Warzone. Ich bin eigentlich selten allein in der Warzone, eigentlich bin ich immer mit Piken da, weil hier halt ständig irgendwelche OP-Typen sind. Alles klar? Genau so soll das sein. Also wenn der Server so krass laggt, dass man nicht mehr springen kann, dann ist das schon bedenklich. Ah, warte mal, ich glaube, die Insel kenne ich. Es kann sein, dass ich hier schon mal war. Ah, komm, wo sind die ganzen Spieler? Sind doch so viele online. Da ist einer. Lass ich mal Let's Go drauf. Ich glaube, ich habe den ein bisschen stärker gehittet. Alles klar. Ich glaube auch. Ha, okay. Das sah jetzt ein bisschen strange aus, was der gemacht hat. Also dem seine Range war schon krass.
Ich weiß aber nicht, ob er gehackt hat. Kann auch sein, dass es an meinem Nicht-PvP-Skills lag. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr denkt, dass der gehackt hat oder nicht. Dann werde ich ihn mal reporten. Ich meine, ist ja sogar in der Aufnahme zu sehen. Dia-Zeug müssten wir noch ein bisschen hier haben. Genau. Hier sind auch noch Sticks. Ein Stick für ein Dia-Schwert. Dann zwei Sticks für eine Eisenspitzhacke. So. Brustpanzer, Hose, Stiefel und Helm. Dann können die Dias alle wieder zurück. Zack, zack, zack. Brauche ich noch ein bisschen was an Essen. Schneebälle nehme ich mir auch wieder mit. Vielleicht hätte ich ihn mit den Schneebällen erstmal runterschmeißen sollen und danach drauf gehen sollen. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Warte mal, kann man nicht eigentlich auch Slash Warzone machen? Geht sowas nicht? Tatsächlich. Okay. Randomized TP. Ich bin in der PvP-Area. Oh, nice. Hier kenne ich mich sogar gut aus. Hier oben gibt es so einen nicen Turm. Kann ich hier mal drauf gehen? Da gibt es nämlich ein Emerald Ore. Obwohl, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Hilfe. OP-Typ. Nichts wie weg hier. Dann geht's, glaube ich, hier oben lang, genau. Ich guck mal, ob ich mich hier oben drauf retten kann. Vor dem Typen. Der kommt mir ein bisschen hinterher. Ich hoffe jetzt, er hat keinen Bogen oder sowas. Dann versuche ich ihn mal mit Schneebällen runterzuschubsen. So. Zack. Oh, mein Handy piept die ganze Zeit. Ich habe vergessen, den Ton auszumachen. Ist natürlich toll, wenn man direkt neben solchen Leuten dann spawnt. Ich konzentriere mich jetzt erstmal drauf, hier wegzurennen. Und hoffe, dass er sich runterschubsen lässt mit Schneebällen. Oh, verdammt, der hat sich mit einer Enderperle hier hingeportet. Fuck. Ich würde sagen, ich bin jetzt geringfügig tot. Oh, meine Güte. Dann. Wie soll man so spielen? So, wo ist er? Hä, wo ist der Typ eigentlich? Da ist der Typ. Ja, er hat wenigstens mein Equipment nicht bekommen, aber ernsthaft, wie soll man denn so spielen? Ich konnte nicht mal springen. Okay, ich würde sagen, PvP ist jetzt ein bisschen useless. Also, wenn man nicht mal von hier nach da springen kann, ohne dabei zurückzubuggen, dann ist das schon schwach vom Server. Was können wir sonst machen? Ich weiß nicht, ich... schreibt mir zum Beispiel mal in die Kommentare, ob ich auch mal eine Baufolge machen soll. Bis jetzt besteht es ja immer aus Zeigen, PvP-Zone. Soll ich auch mal aufnehmen, wie ich sowas baue? Vielleicht mal ein kleines Haus bauen oder sowas? Oder so, wie ich mein ganzes Geld mache, Auktionshaus verkaufen und alles mögliche. Ich meine, das ist jetzt nicht spannend. Ich nehme einfach das Zeug, stelle es rein. Oder Zeitraffer, wie ich das abbaue. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich da so zeigen soll. Hausbaufolge hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf. Oder wie ich zum Beispiel meine Redstone-Systeme austüftle, obwohl das lange dauern könnte. Ich meine, für diesen Cobble-Generator habe ich irgendwie 3 oder 4 Stunden gebraucht. Beziehungsweise so weit, bis er funktioniert hat, weil ich halt jedes Mal dieses ganze Broken Redstone-Zeug irgendwie versuchen musste, so zu bauen, dass es funktioniert. Naja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, werde ich dann umsetzen, sofern es gut ist. Und ich würde sagen, diese kurze Folge... Ja, reicht aus. Ich meine, wir haben jetzt einen Iron Golem Spawner. Ja, wir haben einen Iron Golem Spawner. Das ist so krass OP. Also, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.